Kapitel 2. Ein erster Schritt zum großen Ziel. Sofort nach meinem Gespräch mit Latias packte ich einige wichtige Sachen zusammen. Ich wollte mich so früh wie möglich aufmachen und schnellstmöglich Latios, Lord Ecke und Seemops versammeln. Meine Planung stand bereits. Schatzstadt konnte ich heute locker erreichen und Lord Ecke in der Gilde für meine Zwecke gewinnen. In Metro City würden wir die Nacht verbringen, um von dort aus an der Küste die Reise auf den Bergkontinent zu beginnen. Dort würden wir Latios antreffen. Nur, wie wir Seemops finden würden, stand in den Sternen. Er bereiste nun bereits seit Jahren die ganze Welt. Keiner konnte wissen, wo er gerade war. Aber darum würden wir uns später kümmern müssen. Zuerst die einfachen Schritte. Latias verabschiedete sich gerade von den Bewohnern, als ich bereit war aufzubrechen. Einerseits war ich nicht wirklich überzeugt von ihrem Plan. Ivy würde wohl ihre Gründe haben. Aber mir war auch klar, dass ich Latias nicht abhalten können würde. Ihr war es wichtig, endlich Kleid zu haben. Und irgendwo hoffte ich natürlich auch, dass sie es schaffen könnte, Ivy wieder zu uns zu holen. Wir mussten nun alle zusammenkommen. Und Ivy war noch dazu vielleicht die stärkste unter uns. Mit ihr an unserer Seite würde dieses seltsame Wesen aus der dunklen Welt sowieso keine Chance haben. Somit brach auch ich auf, heute noch großteils durch die Wälder. Dass all diejenigen, die ich suchte, sich uns anschließen würden, stand für mich nicht einmal in Frage. Eine weitere große Reise stand bevor. Und niemand würde uns dabei im Stich lassen. Nur als Team sind wir unschlagbar. Und dieses Team wird auch niemand trennen, wenn es zum Kampf kommt. Zwar hatten wir uns im Verlauf der 4 Jahre etwas auseinandergelebt. Doch dies änderte nichts. Der einzige Verlust im Vergleich zu unserer letzten Reise würden Bulbi und Shinnok sein. Ich und Latias hatten dies beide bereits als gegeben abgehakt. Damit keiner der Zuhörer sich nun große Sorgen macht. Natürlich geht's beiden wunderbar. Aber auf eine große Reise würden die beiden sich nicht mehr in naher Zukunft aufmachen. Ihre Abenteuer sahen inzwischen ganz anders aus. Und Grund dafür ist natürlich ihre kleine Tochter Funkenherz. Die Kleine ist inzwischen rund 3 Jahre alt und sehr energiegeladen. Sie kostet ihren Eltern oft wirklich die Nerven, aber so ist das nun mal. Schon seit sie sprechen kann, träumt das kleine Shinnok davon, Abenteuer zu erleben, wie ihre Eltern. Dieser Drang zur Action stammt natürlich auch von den beiden. Zur Zeit ihrer Geburt lebten Shinnok und Bulbi noch in Silberdorf und auch unsere Freunde kamen regelmäßig angereist. Nun, außer Ivy. Rund 6 Monate später zog die Familie nach Metro City um, aber sie kam trotzdem regelmäßig zu Besuch nach Silberdorf. Ich plante bereits auf dieser Reise, wenn ich ohnehin nach Metro City wollte, auch bei ihnen vorbeizuschauen. Es wäre vermutlich sinnvoll, wenn sie wüssten, dass ein Besuch in Silberdorf fürs Erste vergeblich wäre. Durch die Gegebenheiten konnten wir alle miterleben, wie sich die Kleine in ihren ersten Lebensjahren entwickelte. Für uns alle war es wirklich etwas Besonderes. Keiner von uns hatte jemals eine wirkliche Rolle für ein so junges Pokémon gespielt. Und natürlich war sie für uns alle auch eine Art Teil unserer großen Familie. Shinnok und Bulbi geben wirklich Tag für Tag ihr Bestes, damit ihre Tochter eine Kindheit bekäme, wie sie beide sie nie genießen durften. Und natürlich standen wir den beiden immer zur Seite. Vor allem die letzten 2 Monate vor Funkenherz Geburt war unsere Unterstützung auch wirklich nötig. Bulbi war nervlich wirklich sehr am Ende und machte sich immer unendlich viele Sorgen. Natürlich war es aus ihrer Sicht vollkommen verständlich. Auch da sie und Shinnok beide noch relativ jung dafür waren, ein Kind zu bekommen. Shinnok gab sein Bestes, aber teilweise war es wohl auch ihm zu viel. Natürlich war die Freude letztlich umso größer, als die Kleine schließlich gesund und munter auf der Welt war. Die kleine Funkenherz war so ziemlich vom ersten Tag an neugierig und energiegeladen. Es dauerte keine Woche, bis die meisten in Silberdorf sie ins Herz geschlossen hatten. Was das Gefühl, dass sie ein Teil einer großen Familie ist, noch verstärkte, war, dass sie früh begann, all diejenigen, die einst Teil unseres Teams waren, anders zu nennen. Sie nannte uns alle ihre Onkeln oder Tanten und meist eine Kurzform unseres Namens. Ob einem das gefällt, ist eine andere Sache, aber so nennt sie mich zum Beispiel schon immer Onkel Hydro. Ansonsten haben wir noch Onkel Ecke und Onkel und Tante Lati. Seemops war die Ausnahme in diesem Schema. Er bestand darauf, dass keiner ihn Onkel nennt,
da er sich sonst alt fühle. Daher überlegte sich Funkerz für ihn den wunderbaren Spitznamen Kugli. Ich würde zwar ehrlich gesagt nicht so genannt werden wollen, aber Seemops war damit zufrieden und irgendwie passt es ja auch zu ihm. Die paar Male, die Funkerz schon über Ivy geredet hatte, da sie diese unbedingt irgendwann treffen möchte, hat sie auch bereits ihre nach ihrem Schema benannt. Auch wenn der ohnehin kurze einsilbige Name bei ihr gereicht hat, damit Funkenherz es bei Tante Ivy belässt. Aber um endlich zum Punkt zu kommen. Die kleine Funkenherz hat uns allen viel Freude gebracht und wird eines Tages ein tolles Pokémon werden. Für den Moment war sie aber der Hauptgrund, weshalb wir auf dieser Reise auf Shinox und Bulby verzichten müssten. Auf Lord Ecke hingegen wohl kaum, deshalb war ich auf dem Weg zu ihm nach Schatzstadt. Der erste große Schritt der Reise wäre schon einmal getan. Und ich freute mich irgendwie wieder darauf, wenn unser Team wieder vereint war. Einerseits, da wir eine weitere gemeinsame Reise bestreiten würden, auch wenn das auch Nachteile hatte. Aber andererseits, da ich Latias nie vergessen lassen würde, wer auf dieser Reise effizienter war. Aber bevor ich mich darauf freute, sollte ich erstmal die drei finden. Meine Reise nach Schatzstadt dauerte wie erwartet bis in den Nachmittag hinein. Doch schließlich kam ich in der Stadt mit dem großen Zelt auf dem Hügel an. Ich trat auf das Gitter, damit mir Einlass gewährt werden würde. Pokémon, ich identifiziere Hydropie, was ist dein Anliegen? Ich muss mit Lord Ecke reden. Lord Ecke, das Pokémon will mit dir reden, soll ich's reinlassen? Kurz hörte ich nichts, doch schon kurz darauf öffnete sich das Tor der Gilde. Zum Glück musste ich gar nicht erst versuchen, mit meinem Gepäck die Leiter herunterzuklettern, denn Lord Ecke kam bereits an die Oberfläche. Hydropie, was machst du denn hier? Gibt's irgendwas Wichtiges? Definitiv, es ist relativ eilig, aber ich und Latias versuchen unser Team wieder zu versammeln. Es steht eine neue Reise an. Es war offensichtlich, dass ich meinen Freund mit dieser Information doch ziemlich überrumpelt hatte. Wie neue Reise? Unser Team? Kannst du mich bitte aufklären? Was ist denn los? Das erkläre ich dir auf dem Weg, aber wir müssen offenbar mal wieder die Welt retten. Und ich will heute noch Metro City erreichen, deshalb wäre es gut, wenn wir bald abreisen könnten. Tatsächlich war es offenbar noch einfacher, Lord Ecke auf unsere Seite zu ziehen, als ich ohnehin erwartet hatte. Wenn es wieder mal um die Rettung der Welt geht, dann lasse ich euch natürlich nicht im Stich. Gib mir 15 Minuten, um meine Sachen zu packen und Reptan Bescheid zu geben. Gesagt, getan. Ich wartete vor dem Gildeneingang auf seine Rückkehr und schon nach knapp 10 Minuten kletterte er komplett einsatzbereit die Leiter hoch. Ein paar Stunden Reise standen uns noch bevor. Wenn wir uns sehr beeilten, konnten wir bis zum Abend in Metro City ankommen. Und bis dahin hatte ich mehr als genug Zeit, um Lord Ecke die Lage zu erklären. Lord Ecke erklärte sich mit den Grundsätzen unseres Plans einverstanden, doch es gab auch Uneinigkeiten. Für Lord Ecke war es nicht wirklich ungewöhnlich, sehr nachtragend zu sein. Er war nie wirklich ein Pokémon, welches anderen schnell vergab gewesen oder im Namen eines guten Zwecks Streitigkeiten beiseite legte. Von daher wirkte er nicht glücklich mit dem Gedanken, von allen Pokémon gerade Black zu helfen. Habt ihr denn beide vergessen, was er getan hat? Vor allem mit dem armen Shinox. Wenn er davon erfährt, werden wir ihm doch nie wieder unter die Augen treten können. Doch Lord Ecke, das werden wir. Shinox ist nicht nachtragend. Anders als du. Und auch er wird den Zweck verstehen. Außerdem, vergiss nicht, dieses Wesen ist offenbar auch sehr an der Zerstörung dieser Welt interessiert. Ja, dieses Zoroark auch. Wir haben mit ihm und seinem Freund ein ernsthaftes Gespräch geführt. Und er hat zumindest sehr ehrlich gewirkt. Er will nicht den Weltuntergang, das glaube ich ihm. Er ist nur treu gegenüber seinem Anführer gewesen. Darkrai war derjenige, der den Weltenbaum vernichten wollte. Wenn er Darkrai so treu war, woher wollt ihr dann wissen, dass er nicht auch nach dessen Ende weiter Darkrais Ziele verfolgt? Diesem Zoroark zu vertrauen, ist eine komplett schwachsinnige Idee. Was sollten wir denn sonst machen? Andere Ideen? Sollen wir warten, bis dieses Wesen in unsere Welt einfällt und uns angreift? Wenn Black uns angelogen hat, dann werden wir schon noch mit ihm fertig. Es ist wichtig, dass wir jetzt kämpfen, Lord Ecke. Es war schon immer unsere Aufgabe, diese Kriege zu führen. Das war es, ja. Aber mit Darkrais Ende hat auch die Ära des Krieges geendet. Wir alle leben jetzt friedlich unser Leben. Ich meine, sieh dir doch Bulby, Shinox und Funkenherz an. Sie sind das perfekte Beispiel. Die Zeiten des Krieges.
sind zu Ende. Ich merkte, dass es nicht sonderlich viel Sinn hätte, diese Diskussion noch lange weiterzuführen. Lord Ecke, auch wenn wir uns es noch so sehr wünschen, du fühlst es selber, das weiß ich. Irgendwo in der Ferne lauert noch etwas. Mächtiger als Darkrai es je hätte sein können. Und erst, wenn wir eines Tages auch dieses Etwas vernichtet haben, werden wir wahrlich Frieden haben. Und vielleicht wartet dieses Wesen gerade in der dunklen Welt. Vielleicht steht uns unsere letzte Hürde wirklich bevor. Aber bis dahin sind wir Krieger. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Er schien sich zu beruhigen und wirkte schnell nachdenklicher. Also, fühlt ihr es auch? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Du hast recht. Irgendetwas wartet noch. Aber tut es das wirklich in der dunklen Welt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die wahre Bedrohung uns vielleicht näher ist, als wir es uns je vorstellen könnten. Und irgendwie auch nicht. Es ist komisch. Naja, dieses Gefühl habe ich eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Gefahr in einer unbekannten Welt liegt. Vielleicht selbst in einer unbekannten Zeit. Aber wir werden es irgendwann rausfinden. Und bis dann müssen wir den Weg bestreiten, der für uns vorgesehen ist. Und das ist der Pfad eines Kriegers. Lord Ecke sagte nichts mehr. Doch auch wenn es wohl unbewusst war, erhöhte er sein Lauftempo ein wenig. Er wusste ebenfalls, dass ich recht hatte. Unsere Pfade waren die der Krieger. Und wir müssten unsere Stärke erneut unter Beweis stellen. Und so bestritten wir bereits mit hohen Erwartungen dieses Abenteuer. Doch niemals rechneten wir damit, dass all diese Erwartungen so übertroffen werden würden. Und dass wir wahrlich die stärkste finstere Macht treffen würden. Doch all dies lag noch in ferner Zukunft, als ich und Lord Ecke uns zusammen aufmachten, um Metro City noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen. Wir mussten uns beeilen, taten dies aber auch. Als wir einen sehr erinnerungswürdigen Punkt auf dem Weg erreichen, bemerkte ich, dass wir mehr als gut in der Zeit lagen. Ich hatte damit gerechnet, dass wir erst bei Sonnenuntergang an den heißen Quellen angelangen würden. Doch die Sonne stand noch ein gutes Stück über dem Horizont, als wir sie erreichten. Auf unserem letzten großen Abenteuer waren wir auch an diesem Ort vorbeigekommen. Damals standen wir kurz vor unserer Reise in die Menschenwelt und hatten gerade Günther wieder auf unsere Seite gebracht. Das erinnerte mich an ein wichtiges Detail, welches ich Lord Ecke noch verschwiegen hatte. Lord Ecke, als ich dir sagte, wir wollen das gesamte Team wieder versammeln, das meinte ich wirklich Wort für Wort, dass Latias auf der Suche nach Eevee ist, weißt du ja bereits. Aber sobald du, Latios, Semops, Eevee und Latias und ich alle versammelt sind, will Latias auch Günther zurückbringen. Wir brauchen unsere volle Stärke und die könnten wir ohne ihn nicht erreichen. Wie zu erwarten, wirkte Lord Ecke wirklich begeistert. Günther wird auch kommen? Hat Latias etwa einen Weg, ihn zurückzubringen? Das ist genial! Ich habe seit seinem Brief von dem einen Weihnachtsfest nichts mehr von ihm gehört. Wir werden einander so viel zu erzählen haben. Einerseits fand ich es natürlich schön, dass Lord Ecke gleich so viel motivierter auf das Abenteuer wirkte. Andererseits war es vielleicht keine so tolle Idee gewesen, ihm schon davon zu erzählen, da er den gesamten restlichen Weg nach Metro City von nichts anderem mehr sprach. Als wir bei Sonnenuntergang endlich dort eintrafen, verstummte auch er endlich einmal. Schon beim Eintritt in den Ort unterbrach ihn eine Stimme. Onkel Hydro, Onkel Ecke,